Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einer aufgebraucht Special Edition. Für diejenigen von euch, die mich noch gar nicht kennen, weil sie das erste Mal auf meinem Kanal sind. Ich bin Özlem, ich bin die Tussi, die alles Mögliche testet, damit ihr euch das Geld sparen könnt. Und ich teste ja immer sehr, sehr viele Produkte und sammle sie über viele, viele Monate, bis ich genug zusammen habe für ein aufgebraucht Video, so wie das hier, um euch dann die Produkte zu zeigen, um euch dann meine Erfahrungen dazu zu erzählen. Und heute haben wir die Special-Version nur mit Produkten von Sephora. Und ich würde sagen, lasst uns nach dem Intro anfangen mit dem Video. Alle Produkte, die ich euch hier zeige, werde ich euch in der Infobox verlinken. Ich bin bei so einem Affiliate-Programm. Ich weiß nicht, ob es für Sephora gilt, muss ich mal gucken. Ich glaube aber schon. Falls ein Sternchen vor dem Produkt ist und ihr es kaufen wollt, kauft es gerne über den Link in der Infobox, weil dann bekomme ich eine kleine Provision. Das würde mich natürlich freuen. Alle Produkte hier sind aber selbst gekauft. Ja, fangen wir einfach mal an. Als erstes haben wir hier von Kat Von D den Tattoo Liner. Das ist für mich ein sehr, sehr schöner, sehr guter Eyeliner gewesen, den ich definitiv empfehlen kann. Hier seht ihr mal die Spitze davon. Jeder hat ja nochmal andere Favoriten, womit er am liebsten arbeitet. Ich persönlich mag solche Spitzen sehr gerne. Er ist jetzt leider mittlerweile schon ausgetrocknet, aber ihr seht hier, man kann super damit arbeiten. Perfekt, wenn man Schlupflider hat. Für mich ist das ein sehr, sehr schönes High-End-Produkt. Auch ein Produkt, also die meisten Sachen hier sind eigentlich aus dem High-End-Bereich und teurer gewesen, ehrlicherweise. Für mich ist das ein Eyeliner, den ich immer wieder empfehlen würde und einer der besten aus dem High-End-Bereich, die ich bisher getestet habe, weil er hat eine super Spitze, mit der ich perfekt arbeiten kann. Er hat eine schöne schwarze Tiefe. Das ist ja auch blöd. Was bringt dir die beste Spitze, der beste Eyeliner, wenn du 20 Mal drüber gehen musst und dann vielleicht dein Make-up verkackst, weißt du? Für mich ein sehr gutes Produkt, würde ich jederzeit wieder kaufen, kann ich nur empfehlen. Falls ihr also einen richtig guten Eyeliner sucht, der hält auch super. Also ich habe nichts zu bemängeln. Dann habe ich hier von Fenty Beauty ihr Make-up Refreshing Spray. Nee. Also, nee. Ich mache das ja bei Pflegeprodukten immer so. Ich teste sie so lange, bis ich eine feste Meinung dazu habe und dann gebe ich sie weiter in meinem Umfeld oder an Follower, die im Hintergrund bei mir mithelfen. Mir schreiben manchmal Follower im Hintergrund auf Instagram und recherchieren mit und bla. Die testen die Produkte und schicken mir dann die Lernverpackung zurück. Bei Make-up ist das manchmal ein bisschen schwierig. Da benutze ich sie erst fürs Video und dann verschenke ich es einfach weiter. Und ihr seht, hier ist noch sehr, sehr viel drin. Also ich habe das Fenty Setting Spray wirklich einige Male benutzt und ich muss einfach sagen, für mich persönlich hat es nichts Besonderes. Also ich würde es mir nicht kaufen, ich kann es jetzt nicht wirklich empfehlen. Für ein Drogerie-Setting-Spray wäre es okay, so. Aber für den Preis hat es hat weder mein Make-up extrem schön miteinander verschmolzen, extrem krass, es hat nicht für eine super Haltbarkeit gesorgt, es hat es nicht extrem fresh gemacht. Also für mich jetzt, nö, würde ich mir nicht nochmal kaufen. Dann habe ich hier von Sephora so eine Tuchmaske mit Zimtduft und die soll sehr schön Feuchtigkeit spenden. Ich fand sie ganz okay. Ich würde es mir aber nicht unbedingt nochmal kaufen, weil ich finde, also ich fand die Sephora-Tuchmasken auch eher preisintensiver, muss ich sagen. Und da kenne ich welche außer Drogerie, die ich besser fand als diese hier, die um einiges günstiger wären. Deswegen würde ich mir diese Zimt-Version zumindest nicht nochmal holen. Dann habe ich hier von Benefit The Pore Professional Pore Primer. Vorab muss ich sagen, ich habe eine trockene Haut, die zu Unreinheiten neigt. Das heißt, der Primer ist nicht optimal für meine Haut. Aber ich habe auch viele Primer, die die Poren kaschieren und sowas. Und der ist sehr beliebt und alles, aber irgendwie, er ist okay. Also ich kenne halt auch andere Primer, die genau denselben Effekt haben mit diesen silikonmäßigen und bla, dass sie deine Poren ausfüllen oder optisch halt so machen und die kosten halt viel, viel weniger. Deswegen würde ich mir den hier nicht nochmal holen, obwohl Benefit so tolle Produkte hat, aber mich persönlich hat er nicht überzeugt. Er macht das, was er soll, ja, die Poren kaschieren und bla. Ich finde aber für den Preis, ich gucke natürlich auch immer nach günstigen Alternativen und da ich halt günstigere kenne, die ähnlich sind und dann so, würde ich mir nicht unbedingt nochmal holen. Aber ist natürlich auch jetzt nicht der perfekte Primer für meine Haut, die jetzt Feuchtigkeit braucht und sonstiges. Ja, aber der hier ist halt für trockene Haut. Das ist vom Benefit der Hydrate Primer. Und nö, der hat mich auch irgendwie nicht überzeugt. Also da kenne ich Drogerie-Primer, die ich besser finde. Sehr schade, weil Benefit hat teilweise Produkte, die ich so krass feiere. Würde ich mir nicht nochmal holen. Ich fand ihn weder extrem feuchtigkeitsspendend. Ja, er hat so ein bisschen die Poren minimiert, aber hat mich nicht umgehauen. Also
würde ich mir nicht nochmal holen. Dann habe ich hier von Sephora die Under-Eye-Pads mit Gurke. Die fand ich auch ein bisschen preisintensiver im Vergleich zu anderen Under-Eye-Pads, die man sonst so kennt. Ich muss aber sagen, sie haben mir auch ein bisschen besser gefallen als Drogerie-Under-Eye-Pads, die dann auch ein bisschen günstiger sind. Ich fand die ganz gut, auch mit dem Gurke-Kram und so. Ich lagere ja immer meine Tuchmasken und diese ganzen Produkte im Kühlschrank. Mir persönlich hat das gefallen. Ich würde mir das doch wieder, also diese Gurken-Under-Eye-Pads, haben Feuchtigkeit gespendet, dann auch natürlich meine angeschwollenen Augenringe in dem Moment reduziert. Fand ich sehr gut, würde ich mir nochmal holen. Dann habe ich hier von Anastasia Beverly Hills diesen Concealer. Das ist der Magic Touch Concealer. Nee, hat mich persönlich nicht überzeugt. Also ich finde den Applikator schon sehr, sehr groß im Vergleich zu manchen anderen Applikatoren, die ich habe. Aber alles gut, das sind persönliche Geschmackssache, was man so mag. Aber er ist schon überdurchschnittlich groß im Vergleich zu manchen anderen Applikatoren. Für meine trockene Augenpartie fand ich ihn nicht so gut. Er ist von der Deckkraft, ist er präsent, ja, aber ja, ich weiß nicht, er hat mich einfach nicht überzeugt. Sei es von der Haltbarkeit, sei es von wie er optisch aussieht. Er kriecht in die Fältchen, egal was ich wie mache. Und die meisten Concealer kriechen irgendwie bei mir in die Fältchen, weil ich halt nicht hier alles geliftet habe und was weiß ich. Aber ich habe halt viele, die nicht so stark wie der hier in die Falten kriechen. Und irgendwie hat er mich nicht überzeugt. Also würde ich mir nicht nochmal holen und kann ich persönlich deswegen nicht empfehlen, weil es gibt halt auch andere Concealer, die eine gute Deckbarkeit haben, die aber nicht so vom Verblenden her sind und vom Ganzen einfach. Also schreibt mir auch sehr gerne, wenn ihr Erfahrungen mit den Produkten habt, die ich euch jetzt hier zeige, eure Erfahrungen in die Kommentare. So können wir uns ja auch untereinander in der Community austauschen. Finde ich auch immer sehr schön. Dann habe ich von Milk so ein Set geholt mit so kleinen Dingern, mit einer Mascara. So ein Lippen, also für Lippen und Wangen so. Guck mal, hier hinten seht ihr das vielleicht so ein bisschen. Das ist so ein Hydro Primer, dann so eine Mascara und so ein Highlighter und Rouge, so ein Stick Highlighter und Rouge. Weil ich fand die Preise von Milk schon intensiver und kannte die Marke nur so vom Hören, aber sie hat mich jetzt nicht angesprochen. Ich muss sagen, Primer und Mascara waren gar nicht meins, also auch für den Preis überhaupt nicht, weil ich binde natürlich den Preis auch bei meinen Bewertungen mit ein. Der Rouge, Stick und Highlighter waren okay, würde ich mir aber nicht nochmal kaufen. Also ich fand die jetzt vom Verblenden auf der Haut und vom Auftragen. Vom Auftragen war ganz okay, weil klein und kompakt, aber vom Verblenden und von der Haltbarkeit und von allem. Also ich habe zum Beispiel von Banana Beauty so Rouge Sticks oder Highlighter Sticks. Ich habe mal mit denen gearbeitet, habe das getestet vorher, bla. Die fand ich tausendmal besser als das und so, ne? So, ich habe jetzt noch High-End-Sachen, die ich besser finde, aber das ist ja auch im High-End-Bereich. Aber nö, weiß nicht. Also hat mich persönlich nicht überzeugt, würde ich mir nicht nochmal holen, fand ich ein bisschen schade, weil für den Preis erwarte ich schon, dass du echt gut bist und nicht, dass du so ulala irgendwie gerade mal durchgehst. Dann habe ich hier von Anastasia Beverly Hills das Setting Spray. Das ist das Glowy Setting Spray, was für einen schönen Glow sorgt. Das kann ich empfehlen, das würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Ich habe es auch hier auf, also nochmal nachgekauft, halt als es leer war, weil es sorgt dafür, dass dein Make-up schön miteinander verschmilzt, auf jeden. Und du hast einen sehr, sehr schönen Glow. Ich gehe danach nochmal hinterher mit einem Setting Spray, was wirklich für viel Haltbarkeit sorgt, wie zum Beispiel Urban Decay All Nighter. Aber das ist ein sehr schönes Setting Spray, dass deine Poren miteinander, also dein Make-up miteinander verschmelzen lässt und dafür sorgt, dass es fresher aussieht. Und es hat einen sehr, sehr schönen Glow. Also das ist eins meiner Top 3 Setting Sprays, wenn ich ein schönes Make-up haben möchte, was einen sehr, sehr schönen, frischen Glow hat. Dann habe ich hier von Charlotte Tilbury das Magic Serum. Ja, nee, also arschteuer, also wirklich schweineteuer. Nee, hat mich nicht überzeugt. Hat jetzt, ja, für junge aussehende Miracle Skin mit Kristallen und bla. Und wenn du es aufträgst, siehst du schon ein bisschen fresher aus. Ja, aber das kannst du auch mit anderen Produkten. Also ich habe zum Beispiel meine koreanische YesStyle, ne, habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Mein Partner, da zeige ich euch Produkte. Da habe ich Serien, die nicht so teuer sind, wo du halt auch so einen Effekt hast, wo du wirklich fresh aussiehst. Und hier fand ich den Effekt nicht mal so extrem sichtbar. Also ich hätte mir für den Preis gewünscht, okay, ich reinige mein Gesicht, bla bla bla, pack was drauf und habe dann einen Effekt, wo ich sage, wow, krass, dafür investiere ich gerne so viel Geld. Ich habe es auf verschiedene Arten benutzt. Ich habe es mit der Magic Cream danach benutzt. Ich habe es alleine benutzt. Ich habe es mit Toner vorher benutzt. Aber egal wie, es hat mich einfach nicht umgehauen. Und deswegen würde ich mir das Magic Serum von Charlotte Tilbury nicht nochmal kaufen. Dann habe ich hier von Tarte den Creaseless Concealer. Ja, und der hat irgendwie bei mir war er gar nicht creaseless. Das fand ich sehr, sehr schade. Also egal, wie ich ihn verwendet habe, er ist immer in die Falten gekrochen. Auch wenn ich sehr, sehr wenig benutzt habe. Und egal, ich habe verschiedenste Techniken und verschiedenste Arten probiert. Leider hat er bei mir persönlich gar nicht funktioniert. Er hat schon eine schöne Deckkraft, das muss ich sagen. Auch so mittel bis stark für meine
wie ich das jetzt, ne? Jeder hat da ja andere Anforderungen vielleicht. Aber irgendwie, ich hatte halt Hoffnung, Creaseless Concealer, okay, da kriege ich nirgends in die Falten, das wird bestimmt super. War bei mir leider nicht der Fall, ist halt überall irgendwie in die Falten gekrochen, fand ich sehr schade. Weil ich hätte ihn gerne behalten, weil er schon eine sehr gute Deckkraft hatte. Aber deswegen würde ich mir den leider nicht nochmal holen und kann ihn deswegen leider nicht empfehlen. Dann habe ich hier von Benefit den 24 Hours Brow Setter und den fand ich lange echt gut, gerade als ich noch nicht so viel Erfahrung mit Make-up und sowas hatte. Und auch von der Bürste finde ich ihn echt, also okay, das ist jetzt die Mini-Version, aber ihr seht das vielleicht dann bei der Originalversion, er hat so eine Bürste mit einmal kurzen Borsten und einmal lang, das fand ich echt super. Aber meine Augenbrauen sind schon krass und ich habe ja mein eigenes Augenbrauen- und Wimpernserum, mein Lash-Lamp-Serum und das macht die nochmal viel stärker. Ich kann jetzt alle einmal wegrasieren oder wegepilieren. Ich benutze mein Serum, bam, und dadurch sind sie noch stärker, als sie ja sowieso sind, weil ich bin der Türkin, habe dadurch, ne, so starke Haare. Und mein Spitzname ist die borstige Augenbraue und als ich mich noch nicht so viel mit Produkten auskannte und noch nicht so viele getestet habe, fand ich es echt gut. Und es ist kein schlechtes Augenbrauengel. Ich glaube wirklich, für die meisten klappt es mit dem Halt und so hiermit auf jeden Fall. Aber in meinem Fall, es gibt immer wieder Härchen, zum Beispiel dieses Haar da unten, siehst du vielleicht, die sind zu widerspenstig dafür, zu dick, zu kraus, zu keine Ahnung. Und ich glaube, das ist ein wirklich sehr gutes Augenbrauengel, was wirklich bei den meisten super funktioniert. Aber wenn du borstige Augenbraue heißt, ich glaube, dann bist du raus und da funktioniert es dann leider nicht mehr so, wie ich es mir wünschte, weil ich möchte wirklich, dass jedes Haar genau dort sitzt, wie es soll. Und es gibt einfach wirklich vereinzelt Haare, wo der leider nicht halten kann, obwohl er sonst eigentlich sehr, sehr gut ist und viele Jahre mein Favorit war. Also wenn ihr ein gutes Augenbrauengel sucht und nicht so Augenbrauen habt, die komplett ihr Ding machen, dann ist der, glaube ich, wirklich gut für euch und ich würde ihn mir nicht nochmal holen, da würde ich, glaube ich, andere nehmen. Und als letztes haben wir hier von Milk so ein Kush Clear Brow Gel. Ja, hat bei mir auch nee. Also da kenne ich Drogerie-Gele, die sind besser. Hat bei mir nicht krass für die Haltbarkeit gesorgt, so, nee. Also hier ist auch, muss man gucken, so kleine Bürsten, ob man das mag, kann Vor- und Nachteile haben, definitiv. Aber von der Haltbarkeit hat er mich persönlich nicht überzeugt, deswegen würde ich mir den auch nicht nochmal holen. Ja, ich habe bisher ja noch nichts von Milk getestet, was mich wahnsinnig überzeugt hat. Naja, schauen wir mal. Ich teste ja immer weiter für euch Sachen. Ja, das war's dann jetzt auch schon, Digis. Schreibt mir doch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Habt ihr Erfahrung mit den Produkten? Und wenn ja, wie sind eure Erfahrungen? Da bin ich sehr gespannt. Und falls ihr was kauft, kauft es gerne über die Links in der Infobox. Und ansonsten war's das auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.